416 Euro. Das ist der Hartz-IV-Regelsatz für Erwachsene. Enthalten Kleidung, Essen, Trinken, Reisen, Haushalts- und Gesundheitskosten etc. etc. Entscheidender Maßstab laut Bundesverfassungsgericht: die Menschenwürde. Eigentlich. Das Existenzminimum muss dieser Menschenwürde entsprechen und entsprechend auch die kulturellen und die sozialen Teilhaben ermöglichen. Das ist mit diesen Regelsätzen, die wir jetzt haben, mit Sicherheit nicht mehr der Fall. Die Kanzlerin aber findet den Hartz-IV-Satz angemessen. Wir haben ein ziemlich gutes System. Wir gucken uns immer die 20% derer an, die im Arbeitsleben stehen, nicht von staatlicher Grundsicherung abhängig sind. Und deren Einkommensentwicklung ist der Maßstab für die Erhöhung der Grundsicherungssätze, die wir dann gemeinhin Hartz IV nennen. Stimmt das, was die Kanzlerin sagt? Alle 5 Jahre gibt es eine Umfrage, die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, EVS. Dabei werden die Einnahmen und Ausgaben von ca. 60.000 Haushalten untersucht. Nach Merkel nimmt man die einkommensschwächsten 20% davon, die nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind. Das ist die sogenannte Referenzgruppe. Ihre Ausgaben sind die Grundlage für den Hartz-IV-Regelsatz. 571 Euro kommen so zusammen. Der Schönheitsfehler: die bekommt keiner. Die Menschen erhalten nur 416 Euro im Monat. Wie kann das sein? Ist es also falsch, was Merkel sagt? Wenn man sich die tatsächliche Berechnung anschaut, dann stimmt das einfach nicht, was Frau Merkel da sagt. Das ist nicht korrekt, sondern das ist eher, so wünsche ich mir das. Aber so wird es nicht gemacht und insofern ist das eine Lüge. Denn die Regierung bedient sich einiger Rechentricks. Und die drücken den Hartz-IV-Satz nach unten. Rechentrick 1. Ursprünglich bestand die Referenzgruppe tatsächlich, wie Merkel sagt, aus den ärmsten 20%. Schon 2011 aber wurde sie unter ihrer Regierung einfach verkleinert, bei Erwachsenen auf die ärmsten 15%. Und die geben im Schnitt natürlich weniger aus. Der Hartz-IV-Satz sinkt dadurch um 13 Euro. Rechentrick 2. Es gibt viele Menschen, die eigentlich Anspruch auf Hartz-IV haben, diesen Anspruch aber nicht geltend machen. Man nennt sie verdeckt Arme. Sie müssten eigentlich aus der Referenzgruppe herausgerechnet werden, werden sie aber nicht. Dadurch sinkt der Hartz-IV-Satz um weitere 12 Euro. Rechentrick 3, der umfangreichste, denn nun wird gestrichen. Bei Ausgaben für Verkehr minus 31 Euro, für Freizeit und Kultur minus 37 Euro, für Gaststätten und Beherbergung minus 23 Euro. Und so weiter, bis auf 416 Euro. Warum? Die Bundesregierung findet, viele der Ausgaben zählten eben nicht zum Existenzminimum. Und dass die Daten dazu erhoben werden, bedeutet nicht, dass alle zur Verfügung stehenden Daten vollständig verwendet werden müssen. Dann kann man sagen, wir lassen den Quatsch mit dem statistischen Ermitteln, weil wir halten uns sowieso nicht dran. Ja, da wird ein großer Hokuspokus veranstaltet, den sowieso kaum jemand versteht, weil diese Rechnungen sehr kompliziert sind, aber sie sind relativ genau. Und wenn man sich dann hinterher nicht dran hält, dann soll man das Ganze offen in den Abfalleimer schmeißen. Der Staat spart auf Kosten der Ärmsten ca. 10 Milliarden Euro pro Jahr. Der Hartz-IV-Satz von 416 Euro, kein Zufall, glauben Experten. Diese Zahl ist vorgegeben worden, die wollte man erreichen. Und durch die statistischen Manipulationen bei der Berechnung hat man diese Zahl erreicht. Dass man den Hartz-IV-Satz so klein rechnet, trifft aber nicht nur die Ärmsten im Land, sondern auch alle Einkommensteuerzahler. Denn jeder Einkommensteuerzahler hat einen Freibetrag, auf den er keine Steuern zahlen muss. Er liegt bei 9.000 Euro im Jahr und errechnet sich überwiegend aus dem Hartz-IV-Satz. Je höher der ist, desto höher der Freibetrag. Auf fast 11.000 Euro würde er ansteigen, wenn man den Hartz-IV-Satz auf das eigentliche Niveau anheben würde. Und so holt sich der Fiskus auch noch 15 Milliarden Euro zusätzlich vom Steuerzahler. Das scheint mir ein ganz wesentlicher, wenn nicht der zentrale Grund zu sein, warum die Politik eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze scheut wie der Teufel das Weihwasser.